Ihr werdet heute nicht sterben. Blackis soll verdammt sein, wenn sie euren Tod will. Ich soll sie euch selbst töten. Soll das ein Trick sein? Eine Göttin hat mir befohlen, euch zu töten. Ihr müsst sterben, ja. Super. Ja, ich tendiere dazu, sie umzubringen. Nein, Spaß, ganz ehrlich nicht. Tue ich nicht. Ich werde sie nicht töten. It seems I was right to put my faith in you after all. Thank you. Oh, das Schwert hättest du mir geben können. Das ist Blackith cool. Will be furious to make no mention of your Githyanki companion. The Lich Queen fears nothing more than the loss of her empire. The knowledge I have of her deception will bring that about. Tatsächlich. Tja, er muss jetzt eine gute Erklärung haben, sonst werde ich auf jeden Fall Lazelle verlieren. Das wird echt kacke sein. Blackis ist eine Göttin. Was könnt ihr denn wissen, das den Untergang ihres Reichs herbeiführt? Wenn ihr so gefährlich seid, warum hat sie euch dann noch nicht getötet? Das ist auch eine gute Frage. Ich würde gern alles fragen. Godlike in power, yes, but with none of the sanctity. Blackith is lying to her people. She pretends to know how Gith destroyed the Mindflayer Empire. In truth, she knows nothing. If the Illithid Empire were ever to return, she would be incapable of stopping them. And if her people found out about her impotence, there would be mutiny, revolution, the end of her rule. But that very power, the power to resist Illithid control, which Blackith only pretends to know, is how I've been protecting you. I suppose she hoped to extract it from my corpse. Since you spared me that fate, she will come for you. Ja, wahrscheinlich schon. Ist wahrscheinlich schon. Soll sie es versuchen, ich beschütze meine Verbündeten, das ist ein Problem. Ich hätte euch töten sollen. Was ist das für eine Macht? A logical question. But you're not ready for the answer. Wieso denn? I have delayed long enough. The next attack is overdue and I can't risk you being caught in the middle of it. I need you out there, searching for the Absolute. You were on the right path to Moonrise Towers. Return to it. I hope you are ready to face Blackith's wrath. The entire Kresh stands ready to kill you in her name. Oh, good fuck. Luck. Das ist nicht genug Information. Have you killed my oh, queen's enemy? Mann. Scheiße, ich werde sie nicht töten. Sie beschützt uns vor dem Absoluten. Leider war dort niemand. Ich habe da tatsächlich ein paar Dinge erfahren. Eure Königin. Oh, Jesus Christus, ey. Blackith does not lie to her faithful. Open your mind. Show me. Oh ja, super, das geht ja auch. Lazelle seeks entrance. Ja, gib ihr, ja, dein Geist öffne Lazelle den Eingang, den links zur Weisheit, dein Verstand für Lazelle versperren, raus aus meinem Verstand, ihr müsst mir glauben. Nein, nur zu. She sees the truth of your confrontation in an instant. Blackith Tafkinazin. I see only madness. Blackith bears the full might of Tunarath's arms and the covenant of the Great Mother Gith. Skvar, we are leaving this place now. Ich habe jetzt nicht kapiert, ob sie jetzt auf meiner Seite ist oder nicht, aber verdammt. Gibt's da unten nicht noch Loot? Guckt euch das an, das sieht ja spektakulär aus hier. Cool. Okay. Noch will Lazelle mich nicht töten. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal ganz gut. Segnen, ne? Okay. I'll give it a shot. Also, dann gehen wir jetzt wieder hier raus. Möchtest du das vergessen? Ja! I'm glad you came to your senses. Now leave, before the others come for us. Das klang, als wäre sie auf meiner Seite, oder? Nee. Wir müssen erstmal mit Lazelle quatschen. Blackith! Blackith! I have wielded your fury as a blade, roared your wrath as a dragon. You promised ascension. Yet I crawl among my own people, low as an asp's belly. Skaggoth! I followed your path. What good this heart of stone for it to be shattered?
she tests me. A trial of faith. Kalir prepared me. Only the heaviest souls soar to the astral. Yes. Yes. I might gain Vlakith's favor yet. Huh? Verdammt, was zum Teufel all das und ihr steht weiterhin bei? Verdammt. Silence. I must think. Ich hab das jetzt. Und jetzt? Was ist jetzt mit der Dings? Not working right now. Hat sich das jetzt erledigt? Hat sich das jetzt erledigt oder wie sieht's jetzt hier aus? Warte mal, da oben war auf jeden Fall noch was, was wir lesen können. Habe ich ganz vergessen fast. Ich mache erstmal einfach weiter. Handschuh des streitlustigen Himmels. Bewirkt der Träger Schallschaden, Blitzschaden oder gleißenden Schaden, so bewegt er zwei Züge lang Widerhall im Zielbereich. Das war die falsche Taste, das war Z. Widerhall. Die betroffene Kreatur erleidet für jeden verbleibenden Zug einen Malus von für 12 verbleibende Züge Widerhall. Die betroffene Kreatur erleidet für jeden verbleibenden Zug einen Malus von minus 1, aber Stärke, Geschicklichkeit oder Konstitutionsrettung würfen. Wenn die Kreatur 5 oder mehr Züge Widerhall hat, erleidet sie ein zu viel Schallschaden und ist möglicherweise liegend. Der Zustand wird ausschließend entfernt. Kreaturen, die gegen Schallschaden immun sind, können Widerhall nicht erhalten. Was soll der Quatsch? So bewirkt er zwei... Achso, beim Zielbereich. Alles klar, alles klar. Die Betroffenen erleiden für jeden verbleibenden Zug einen Malus, Stärke, Geschicklichkeit und Konstitutionsrettungswürfen. Und wenn die Kreatur 5 oder mehr Züge Widerhall hat, erleidet sie... Schallschaden ist möglicherweise liegend. Bewegt der Träger Schallschaden, Blitzschaden oder gleißenden Schaden? Ja, schade, dass es nicht mit Dings ist, mit Feuer oder so. Sonst könnte Gale damit ordentlich Pain machen, weil er ja mehrmals Dings zaubern kann. Inmitten der komplizierten Schnitzerei auf dieser Tafel steht wiederholt ein Wort in der Geheimsprache hervor. Dein Name. Was? Inmitten der komplizierten Schnitzereien auf dieser Tafel steht wiederholt ein Wort in der Geheimsprache, in der Gemeinsprache hervor. Dein Name. Eine ungewöhnliche Kartenstil. Folgende Orte sind hervorgehoben. Nautiloiden-Abschussstelle, Goblinlager, Turm des Mondaufgangs. Ich wurde beobachtet. Eine Steinscheibe mit eingeritzten Gisyanki-Runen. Unter ihnen steht eine Übersetzung in der Gemeinsprache. Ihr hattet recht, die Türme des Mondaufgangs sind richtig. Bin der Spur der Kultisten wie befohlen gefolgt, haben mich direkt dorthin geführt. Spuren von Illiziden-Aktivitäten, so viel ist sicher, belafte Individuen in Uniform. Konnte nicht einbrechen, aber dort braut sich etwas zusammen. Empfehle euch, diesen Bericht sogleich zum Palast von Sosorus weiterzuleiten. Kommt demnächst zurück, um meine Bezahlung abzuholen. Ja, Lassel, hast du noch was zu sagen zu diesem Kram? Hier ist noch was. Die Tafel ist eng mit einer eingeritzten Inschrift überzogen. Einige Worte wiederholen sich. Voss... Scharlack, Vlekis Loyalität. Über den Text befindet sich eine Notiz in der geheimen Mindsprache. Voss Verräter? Fragezeichen. Das ist auch wieder was für dich, Lazelle. I am Vlakith's most loyal servant. She will not abandon me. Verdammt. Das entwickelt sich nicht gut hier. Das entwickelt sich gar nicht gut. So, die Täfelchen nehmen wir einfach mal mit, ganz gleich.
Seltsam. Ich hatte erwartet, dass hier noch irgendwas passiert. Let's have a look. Ja, dann können wir jetzt, glaube ich, hier durch. Irgendwie ist das alles seltsam. So, dann bin ich mal gespannt, was hier auf mich zukommt. Oh, eine neue Region. Okay. Remarkable that this stayed hidden all this time. If thou readst this, trespasser, turn back, lest your life be forfeit. Das klingt ja schon mal sehr positiv. Also ich soll umkehren, sonst sterbe ich. Dämmerbrecher, entschärfen. Schockwellenfalle. Okay. This calls for careful. Okay. Okay. Waiting with bated breath. Schockwellenfalle. Funktioniert die denn? Einfach entschärfen? What path lies before me? Ach guck mal, ich kann hier auch außen rumgehen und einfach drauf scheißen. Ah, sehr praktisch. Ja, wir können ja trotzdem mal versuchen, die zu entschärfen. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Einzug? Hey. Das Ding hat einen Kampf begonnen. That's a friendly look. Das ist noch so ein Ding, noch so ein Ding. What the fuck? Was war das denn? Das hat mich einfach getötet. Oh, guck mal, das ist auch so eine Energiequelle. LOL. LOL. Das war ein Witz, oder? Let's go. Okay. Das zum Teufel ist das für eine gemeine Sache? Das ist so gemein. Was ist das denn gewesen, ey? Voll krass. No time to rest. So, das hat sie hier nicht gebracht. Man sieht aber, wo der zielt, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich drücke jetzt mal Save, dann musst du vorher speichern. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann mache ich einfach Folgendes. Ich mache vorher Kampfmodus an. Dann dürfte das nicht passieren, was gerade passiert ist, oder? Schärfen. So. Beenden. Jetzt ist egal, ne? Voll gemein, ey. Ding tötet dich mal eben. Schmeiß dich runter. Diese Falle, sehr effizient auf jeden Fall. So, was kommt als nächstes? Was kommt jetzt hier? Das sind richtig fiese Fallen, das ist richtig cool. Should mind my step. What now?
Ich gehe erstmal alleine nach vorne. Okay. Quest wurde aktualisiert. Binde das Blut von Lassandra. Wir haben die Fallen der Geheimkammer überwunden. Wir sollten nachsehen, was sie beschützt haben. Wie cool ist das denn hier? Okay, wir haben es geschafft. Dann können wir alle weiter voranschreiten. Ganz blauäugig. Hier war vorhin gespeichert. One day I'll catch a blood of Lassandra. As I barely live and hardly breathe. Er find's schon mal ganz cool. Das Blut von Lassandra. Gegenstand einsetzen. Ach so, genau, das Ding. Das wird so sein. Wappen des Dämmermeisters. Jo, hat funktioniert. Was ist das? Und das? Boah, das Ding muss der Hammer sein. Legendary Gegenstand, auf jeden Fall. Ja, du darfst es nehmen. Legendary. Das Blut von Lassandra. Cool. So, also, das Lassandras Degen. Einmal pro lange Rast erhältst du 2 bis 12 Trefferpunkte zurück, wenn deine Trefferpunkte auf 0 verringert wurden. Oh, cool. Verbündete innerhalb von 9 Meter erhalten 1 bis 6 Trefferpunkte zurück. Lassandras Licht. Spendet heiliges Licht in einem Radius von 6 Meter. Im Kampf sind Unholde und Untote, die sich im Licht befinden, blind. Sofern sie keinen Konstitutionsrettungswurf bestehen. Das ist ja cool. Was hat das denn noch drauf? Lassandras Licht, passives Merkmal, das gewechselt werden kann. Spendet heiliges Licht im Radius von etc. etc. Waffenverzauberung plus 3, das ist natürlich auch stark. Sonnenstrahlen. Sonnenstrahl. 6 bis 48 Schaden, gleißenden Schaden. Ein blendender Lichtstrahl versenkt alle Kreaturen im Weg und blendet sie. 10 Züge lang. Blind. Ist bei Angriffswürfen ein Nachteil? Reichweite von... Ah ja, gut, okay. 10 Züge lang macht es die Gegner blind. Bei Rettungswürfen die Ziel einmal pro lange Rast. Wie krass ist das Teil denn? Kannst du das überhaupt benutzen? Das hast du schon mal zur Verfügung. Gut, das steht jetzt nicht zur Verfügung. Übung mit Langbögen habe ich leider nicht. Ist aber nicht so dramatisch. Aber du hast jetzt hier den Sonnenstrahl, ne? Ja, klar, Sonnenstrahl hast du. Ja, ich würde sagen, wir haben gerade ein Legendary Weapon bekommen. Dafür mussten wir nur einmal sterben. Weil das voll gemein war mit den Fallen. Hier ist sonst nichts, ne? Mega. Das löst uns aber immer noch nicht das Problem. Also wir haben auf jeden Fall schon mal gute Sachen jetzt. Entschuldigung. Möchtest du auch noch was sagen, Schattenherz? Nein? So ein schwer bewachter Schatz. Gut, dass wir diesen Schutzmaßnahmen überwunden haben, ja. Naja, so richtig gut überwunden haben wir sie leider nicht, denn ich bin dabei draufgegangen. Das ist auch voll gemein, ey. Ich würde dann mal sagen, dass das hier komplett wirklich, also jetzt wirklich, wirklich vorbei ist. Vorbei, vorbei. Hat sich komplett erledigt. Ich könnte nochmal aufs Dach gehen und gucken, was es mit dieser Lanze auf sich hat. Jetzt habe ich ja Lassandras Blut. Vielleicht kann ich ja da was bewirken. Mit dem Blut, also mit dem Morgenstern.
Ich habe den Morgenstern. Oh. Ich habe ihn anscheinend Angst eingejagt. Ja, aber das ist anscheinend irrelevant. Ich kann hiermit nichts machen, schade. Zwitscher. Zwitscher. Was hat es mit der Lanze auf sich? Tja, wir werden es anscheinend nie erfahren. Was stand da? Verdrehte Lanze? Verdrehte Ranken. Ach so. Ranken. Okay, vielleicht, Nee. Befreien von den Ranken kann ich es auch nicht. Okay, ich kann die Ranken zerstören. Aber das war's auch. Und schon geht's hier auf das Ding. Und das bringt gar nichts. Ja, kann ich nichts machen. Schade. Die Lanze von Zalanda. Von Lassanda. Zalanda. No, erstmal Schuhe kaufen. Scheiße. Ja, keine Ahnung. Hier ist nichts. Ich weiß nicht. Ich find's nicht raus. Mir fällt keine Lösung ein. Tja, irgendjemand wird das bestimmt wissen und kann mich dann irgendwann mal erleuchten. Aber hier würde ich jetzt erstmal sagen, hat sich das erledigt. Und dann können wir eigentlich bis nach hier vorne zurückkehren. Zurück zu den fröhlichen Untoten. Immerhin haben wir jetzt eine Legendary Weapon dabei. Die wird uns auf jeden Fall helfen gegen das war das, was da noch folgt. Und dann sollte ich vielleicht nochmal gucken, ob ich noch irgendwas mache mit gleißenden Damage, weil Untote sind, glaube ich, auf jeden Fall anfällig gegenüber gleißenden Schaden. Was jetzt hier nicht zu sehen ist, weil sie ja schon tot sind, die Untoten. Die ist hier auch nicht dabei, okay. Keine Anfälligkeiten. Ja. Vielleicht die Händlerin noch zwei, dreimal besuchen, ausräumen und dann uns eigentlich mal Richtung Dings aufmachen. Oh, hier verändert sich die Gegend. Walk in the way of dawn, for the thunder cannot protect you where the light doth not reach. Okay. Das Licht schwindet. Müder Wanderer. Wander. Who there, Wanderer? Stay thy course a moment to indulge an old man. Elminster? The very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. Bade, man trifft nicht jeden Tag den Helden unzähliger Balladen persönlich. Wir sollten wohl alle miteinander bekannt machen. Viele meinen, sagt ihr, woher kommt ihr? Zieht gefälligst weiter, alter Mann. Mich schert es nicht, welchen Müll ihr verkauft. Oder nur redet.
Oh, I know a minstrel by trade when I see one. Tell me, what ballad bold enough to lift me onto the pedestal of acclaim enjoys your musical predilection? Oh je. Als der Drache in den Flammen erwachte, grüßte er Mister des Würmkönigs Erbe. 10 Meilen tief ins Unterreich trug der Magier Krins Lanze. Über die Gipfel des Eiswindtals marschierte der Weise des Schattentals. Ja, is that so? The lyrics are by Volo. You know, whose name is sufficient enough criterion to arbitrate its acclaim to truth. 2 weeks I had to endure. A frozen beard and wicked frostbites. Yet he makes it sound like a dalliance through the dales. Yes, yes, yes. Be that as it may, you said you came all this way on my behalf, did you not? For what purpose? I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. Mistra? You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10 day I've gone without honest fare, worthy of the name, drank naught but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you will begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it. Klar. Gell, wo ist eure... Wo ist euer Dekorum? Wir können schon ein wenig von unserer Ration entbehren. Ich nehme für gewöhnlich keine Vagabunden auf. Charakterwahl. Höchstwahrscheinlich wird das nicht funktionieren mit der Geschichte. Nahrung zu übergeben, wenn ich gar keine Nahrung mit mir rumschleppe. Deswegen wäre es vielleicht schlau, ein bisschen was ins Inventar zu schmeißen. Denn ich glaube, mein Rucksack ist mehr oder weniger leer. Ja. Also gibt es ein bisschen Wein. Hier, beides Traube. Ah, Wurst. Was wollt ihr haben? Brot. Butterbrötchen. Ganz leckeres Butterbrötchen. Na, Brot. Eine Zucchini. Geil, eine Zucchini, ey. So, das sollte ja wohl den Zweck mehr als erfüllen. Ich habe echt wenig zu saufen dabei, sehe ich gerade. Also das ist ja wirklich alles weggesoffen. Ja, wo die Höhe. Ja, Gail, wo ist euer Dekorum? Oh, for the love of... This way, then. To your camp. Oh, don't dawdle now, lad. You're the one who's in such a frightful hurry. Ach so, in unser Lager. I'm 13 centuries old and he still thinks with his stomach. We'd best follow. And see if he's more disposed to speak plainly once it's stopped its grumbling. Sehr wohl, ich bin ebenso gespannt wie ihr, was er zu sagen hat. Wir treffen ihn später im Lager. Gönnen wir ihm bis dahin seine Rast und Stärkung. There go our best supplies. Und weg ist er teleportiert. Oh, ein Teleportzauber drauf. Wir können ihn also später im Lager treffen. Do not walk in darkness. Turn to the light. Here goes nothing. Beware of the shadows. Ach herrje. Ach herrje. There is work to do. Ach herrje, ach herrje, ach herrje. Warte mal. Doch Licht, ne? Licht kann ich auf irgendjemanden zaubern, oder? Bis zur langen Rast.
Obwohl, er hat ja seine Keule, hätte er gar nicht gebraucht, ne? Hätte er gar nicht gebraucht. Hä? Hat's nicht funktioniert? No one back home will ever believe this. Ah, der Bogen hat Licht bekommen. Ah. Interessant. Ja gut, die Keule hat sowieso Licht. Und der Bogen hat jetzt auch Licht. Interessant. Interessant. Okay. Es sind überall tote Tiere. Oh. Okay. Oh. Oh. Ach so. Hier beginnt eine neue... Okay. Ja gut, dann in dem Fall erst zurück zum Lager. Da ist der Magier. Ja, dann wollen wir mal mit dem quatschen.